Bin ich jedoch darin verwickelt, dann sind sie durch meine eigene Unbewusstheit in der Vergangenheit entstanden. Wäre ich bewusster gewesen, wäre das Problem, das jetzt zur Lösung ruft, erst gar nicht entstanden. Die Problemlösung ist niemals auf der Ebene des Problems angesiedelt. Das, was man auf der Problemebene als Lösung ansieht, kann kurzfristig Ruhe bringen, wird dann aber wieder der Beginn des neuen Problems. Und so kann es endlos weitergehen, von scheinbarer Problemlösung zur nächsten, ohne dass eine echte Lösung gefunden wird. Echte Lösungen gibt es nur auf der nächsthöheren Ebene. Kleines Beispiel. Sie sind nach einer Auseinandersetzung mit Ihrer Frau wutentbrannt weggegangen, um ein Bier zu trinken. Normalerweise auf der Problemebene würden Sie dabei Argumente sammeln, um diese dann bei der Rückkehr Ihrer Frau um die Ohren zu hauen. Eine Problemlösungsmöglichkeit wäre dann ein Waffenstillstand, weil einer der beiden einknickt und sich scheinbar geschlagen gibt. Keine Lösung des Problems. Auf der höheren Ebene gibt es nun diese Möglichkeit. Sie gehen kein Bier trinken, sondern in einen Blumenladen und kaufen ihrer Frau, ihrer Freundin, die sie ja hinter ihrem Groll von Herzen lieben, einen großen Strauß roter Rosen. Es sollte ein großer Strauß sein, die doppelte Größe wie üblich, und die Rosen sollten, wenn irgend möglich, rot sein. Dann gehen sie nach Hause, überreichen wortlos den Strauß und nehmen dabei ihre fassungslose Frau in den Arm. Das ist die dritte Dimension, die hiermit eingeleitet wird und zu einem offenen und ehrlichen Gespräch führen kann, bei welchem jeder dem anderen tatsächlich zuhört und dessen Bedürfnisse versteht. Ich erschaffe mir mit der Zeit eine innere Freiheit allem gegenüber, was mir begegnet, seien es materielle oder geistige Dinge. Insbesondere in der Begegnung mit anderen Menschen vergleiche ich nicht und bewerte ich nicht, weder ihre Erscheinung noch das, was verbal oder nonverbal von sich gegeben wird. Eine wahrhafte Meisterleistung, wem dies gelingt. Buddha sagt dazu klar, das Gesehene soll lediglich ein Gesehenes sein, das Gehörte lediglich ein Gehörtes, das Empfundene lediglich ein Empfundenes, das Erkannte lediglich ein Erkanntes. Zitat Ende. Das reine Beobachten, das allein auf das Hier und Jetzt gerichtet ist, macht in meinem Kopf Schluss mit den unnötigen Vergangenheits- oder Zukunftsgedanken und ordnet mein verworrenes Gedankenhaus, das leicht zu einem Gedankenschuttberg anwachsen kann. Allein das Registrieren und Bewerten der Gedanken, wenn sie auftauchen, hat große befreiende Wirkung. Ah, ein idiotischer Gedanke, weg damit. Ein gieriger Gedanke, weg mit dir. Ein aggressiver Gedanke, fort mit dir. Wenn ich nun die Quantenphysik mit einbeziehe, dann weiß ich, welche ungeheure Macht mir gegeben ist, denn alles, was ich beobachte, kann ich beeinflussen. Alles, was ich beobachte, verliert seine Macht über mich. Alles, was ich im eigenen Geist-Körpersystem beobachten kann,
kann ich verändern. Dies zu erkennen ist eine der größten Gaben, die uns geschenkt wurden. Was ich im Außen tatsächlich erkenne, hat keine Macht mehr über mich. Und alles, was ich im eigenen Körper- und Geistsystem beobachten kann, kann ich verändern. Mein Weg der Neuordnung ist der Weg zurück zum Ursprung, zur bewussten Verbindung mit dem morphischen Feld, mit dem göttlichen Feld. Deshalb führt mein Körper willig jene meine Geistbefehle aus, die ihn gesunden lassen, denn Gesundheit, geistig und körperlich, ist schon immer das Ziel des uns erschaffenden Feldes. Das ist der Weg. Beobachten, Erkenntnis, Selbsterkenntnis, Verstehen, Zerbrechen der Blindheit, Veränderung durch Handeln. Bei diesem Vorgang gibt es keinerlei Bemühen, etwas erreichen zu wollen, denn durch das Verstehen stößt die Dimension hinter dem Geschehen die Veränderung an. Noch einmal diese fundamentale Erkenntnis. Durch das Verstehen stößt die Dimension hinter dem Geschehen die Veränderung an. Ich kann mich auf diesem Weg tatsächlich von innen heraus so grundsätzlich verändern, dass mein Charakter ein völlig anderer wird, als er vor dem war. Etwas, was festschied wie ein Fels, verändert sich durch Beobachtung. Der entscheidende Veränderungsimpuls liegt darin, dass der Beobachter die Verkettung von Denken, also des Denkzwangs, mit Bewertung und den daraus resultierenden Handlungszwängen zerreißt. Diese Verkettung, die vorher unkontrollierbar war, wird jetzt ersetzt durch das nicht bewertende Beobachten. Ich schaue meine innere Angst an. Ich lasse sie zu. Ich lasse zu, dass sie in mir wirkt, dass sie mich erfasst, dass sie mich durchflutet. Ich nehme Verbindung zu ihr auf, ich spreche sie an, ich nehme sie in den Arm. Ich bewerte sie nicht, ich denke nicht über sie nach, ich gebe ihr keine Bezeichnung, ich fälle nicht das geringste Urteil, ich suche keine Begründung und schon gar keine Schuld. Ich schaue die Angst an und lasse sie in mir wirken. Auch wenn sie meinen Körper scheinbar verkrampft und sie wie eine Giftwolke durch mich hindurchzieht, ich weiche keinen Millimeter. Ich vertraue dem Universum. Dann verschwindet die Angst. Warum? Ich habe meine Flucht beendet. Ich habe eine totale Verbindung zur Wirklichkeit aufgebaut. Ich habe den Schmerz des Fühlens nicht nur ausgehalten, sondern angenommen. Ich habe mich selbst erkannt. Jetzt löst sich das Leid, jetzt löst sich die Angst und sie kommt in dieser Form niemals wieder. Ich gehe über den wiederkäuenden Denkspeicher hinaus, ich gehe auf Empfang, ich stimme mich ein auf die kosmischen Frequenzen der Intuition. Die Standleitung zum Feld meiner Verursachung ist eingerichtet, ist aktiv. Wunderbar. Ich danke Ihnen.